Wunderbar, damit wäre diese Nummer also auch Geschichte. Die Blue Suns sind auch aufgehalten. Ich glaube, jetzt hatten wir wirklich zu allen drei Söldnergruppierungen mal eine Questreihe gehabt. Also ich glaube, bei den Eclipse hatten wir ja was. Wobei das, glaube ich, unabhängige Quests waren. Die haben, glaube ich, nicht zusammengehört, ne? Beim Bloodpack hatten wir auf jeden Fall schon so eine Questreihe und jetzt auch bei den Blue Suns. Na gut, schauen wir mal kurz nach, ob es eine Nachricht dazu gibt. Start einer Rakete vom Typ Javelin 2 geortet, von Edie. Ursprungsplanet Franklin, Skepsis-System, Sigurd Zwiege, das war ja da, wo wir gerade waren. Notsignal empfangen, Nachricht folgt. Die Allianzkolonie auf dem Planeten Franklin wird von radikalen Batarianern angegriffen. Die Terroristen haben eine Javelin-Raketenbasis in der Nähe übernommen und zwei Raketen in Richtung der Menschenkolonie abgefeuert. Die völlige Zerstörung der Kolonie droht. Wahrscheinlichkeit für die Überlebende bei Raketeneinschlag 0. Die Notfallschalter für die Raketen befinden sich im Inneren der Basis und werden von den batarianischen Kämpfern schwer bewacht. Die Allianzstreitkräfte sind hoffnungslos unterlegen. Der Verlust der Kolonie, die erste dieser Größe, wäre ein vernichtender Rückschlag für die Expansion der Allianz in den Terminus-Systemen. Erbitten sofortige Unterstützung. Da sollten wir mal vorbeischauen, aber das war doch da, wo wir gerade waren, oder? Wir sind doch im Skepsis-System. Nee, sind wir nicht. Okay. Ich frage mich, ob das jetzt ein Folgequest davon ist oder ob das gar nicht zusammengehört. Ach, sieh mal einer an. Skepsis ist das andere. Das heißt, die Anomalie, die ich entdeckt habe, war im Prinzip das, was mir jetzt sowieso mitgeteilt wurde. Das ist ja interessant. Ich hätte es also gar nicht finden müssen. Ja, tatsächlich. Franklin, das ist der Mond. Anomalie geortet. Ist ja putzig. Gut. Sofort Notfallbunker aufsuchen. Dann würde ich sagen, stoppen wir die Batarianer mal fix. Anomalie geortet. Scans orten Allianzkolonie, verteidigt von einer Javelin 2 Raketenbasis. Einem Notfallsignal zufolge wurde die Basis von Batarianern übernommen, die nun zwei Raketen Richtung Allianzkolonie abgefeuert haben. Die völlige Zerstörung der Kolonie droht. Wahrscheinlichkeit für Überlebende bei Raketeneinschlag 0. Finden Sie die Steuerkonsole in der Javelin 2 Raketenbasis. Zeit bis zum Einschlag berechnet. Gruppe hat nach der Landung des Shuttles 5 Minuten Zeit, um die Raketen zu deaktivieren. Also mal wieder auf Zeit spielen. Wunderschön. An die Mission kann ich mich erinnern. Mit den zwei Raketen, die abgefeuert werden. Das wird noch zu einer haarigen Entscheidung führen. Aber wir werden schon sehen. Gut, wenn das wieder Blue Suns sind. Eigentlich, mir hat das Team gut gefallen. Also mit Kazumi, das klappt schön. Mit Garrus ist auch ganz schön. Machen wir gleich nochmal so. Javelin-Raketen aufhalten. Ich habe mich gerade gefragt, gibt es eigentlich batarianische Frauen? Ich habe noch nie eine gesehen. Also ich meine, muss es ja. Die sehen nur nicht gerade wie ungeschlechtliche Wesen aus, die Batarianer. Hässlich, aber nicht ungeschlechtlich. So. Und vor allen Dingen, was denn hier? Und vor allen Dingen meistens auch ziemlich tot. So, da drüben müssen wir lang, siehst du mal. Müssen wir jetzt wirklich erst hacken oder kommt jemand durch? Okay, wir müssen hacken. Natürlich müssen wir hacken. Aber wenigstens ist das mal so entspannt alles beieinander, da kann man ja wirklich nichts falsch machen. Okay. Lass erstmal die Flanke sichern hier. Jetzt siehst du mich. So, schön, das hat gut funktioniert. Haben wir noch einen? Wo sind denn die Energiezellen? Ich gehe mal kurz hier runter. Ist hier unten auch was für mich? Nee. Ach, sieh mal einer an. Oh, guten Tag, der Herr. Was habe ich denn jetzt eingesetzt? Ich weiß es gar nicht. Ich glaube, ich habe ihn gezogen. Oh, halt. Sie wollen mir doch nicht wehtun. Das wollen sie doch nicht wirklich. So, das war's für ihn, glaube ich. Ja, hier unten lässt sich's ganz gut leben. Oder überleben, wie auch immer. Auch wenn ich immer mal ein bisschen was abkrieg. Ich kann ja dann doch einfach zurückgehen und dann
relativ weit in Sicherheit kommen. So, haben wir noch irgendwas zum Einsammeln? Ich weiß, die Zeit, die läuft, ne? Aber man will ja nichts verkommen lassen, Mensch. Hier oben ist nur Energiezellen, okay. So, hier oben ist aber auch keine Steuerung oder so. Das heißt, hier sind wir falsch. Ich hoffe mal, da kommen keine größeren Kämpfe mehr, sonst wird es tatsächlich etwas eng mit der Zeit. Hier ist auch gar nichts, oder? Ja. Na gut, gehen wir mal runter und wahrscheinlich ist die Tür jetzt... Ah ja, jetzt können wir die überbrücken, ja. Juhu. Mal wieder das Spielchen. Oh. Gut. Fail. Raketen werden gestartet. Nein, natürlich nicht. So, gehört immer noch nicht zusammen. Na sag mal, die sind so nah beieinander und sind verbunden. Die müssen noch zusammengehören. Okay, dritter Versuch. Jetzt gehören sie zusammen. Toll, jetzt wo ich sie überprüfe. Nein, ich überprüfe erstmal. Die gehören nämlich nicht zusammen. Ach, da will man immer ein bisschen übereilig machen und dann macht man es falsch. So. So, der Commander ist weg und damit können wir dann jetzt wohl die Raketen aufhalten. Ach, natürlich. Erst nochmal ein bisschen hacken. So, haben wir noch eins dieser Art? Nein. Wir haben ja Zeit. Es gibt ja zum Glück nicht zwei Raketen, die gleich eine große Kolonie der Menschen platt machen. Nein. Es ist nur noch ein Code für die Notfallschalter übrig. Daher kann nur eine Rakete aufgehalten werden. Retten Sie mit dem Notfallschalter-Code das Ziel Ihrer Wahl. Na toll. Raumhafen Industriegebiet. Ziel von Rakete 1. Raumhafen Industriegebiet. Notfallschalter hier einsetzen, um Interessen der Allianz und taktischen Vorteil zu wahren. Allerdings auf Kosten von Hunderten von Bewohnern der Stadt. Ziel von Rakete 2. Hauptstadt. Notfallschalter hier einsetzen, um die Stadt und hunderte Bewohner zu retten. Nach der Zerstörung der Industrieanlagen ist die Kolonie dann allerdings nicht mehr funktionsfähig und muss evakuiert werden. Keine Frage, was wir machen. Wir lassen das Industriegebiet zerstören. Ne, warte mal. Nein! Wir lassen das Industriegebiet zerstören und retten die Leute im Wohngebiet. Ach, hier unten muss ich's machen. Hauptstadt retten. Das müsste es gewesen sein. Ich stelle keine taktischen Interessen über das Wohl irgendwelcher Einwohner. Tja, am Ende konnte nur eine Seite gerettet werden. Batarianische Extremisten haben gehindert, die Kolonie auf Franklin zu zerstören. Der Siedlungskern der Kolonie bewahrt, tausende von Leben gerettet. Danke, dass du die Seite betonst und nicht erwähnst, dass die Industrieanlagen zerstört wurden und damit die Kolonie aufgehoben werden muss. Finde ich schön. Na gut. Ich bin der Meinung, Industrieanlagen kann man auch wieder aufbauen, wenn man das wirklich will. Was hätte es gebracht, eine funktionstüchtige Kolonie zu haben, wenn keine Einwohner mehr da sind, die sie nutzen können? Verstehe ich nicht. Na gut, keine neuen Nachrichten. Kein Dankeschön oder irgendwas der Art. Oh Allianz, du dankbarste aller Organisationen. Gut, damit wäre das abgehakt. Wir widmen uns der nächsten Anomalie und die ist im Sandrohrnebel. Schauen wir mal, was es diesmal wird. So, da müssen wir... Ist das hier in dem System? Nein, natürlich nicht. Pleutari. Gut, da müssen wir mal eine kleine Wanderung unternehmen. Hier drüben. Ist ja gleich um die Ecke. Relativ nah. Wunderbar. Und dann auf zum Planeten Zanetu. Anomalie geortet. Allgemeine Note. Benutzer nicht registriert oder Hufzeichnung beschädigt. Ort des Vorfalls nicht vermerkt. Unterstützt. Starte Sonde. Die Scanner haben etwas gefunden. Hotspot der Allianz geortet. Die Allianz hält alle Schiffe dazu an, nach Hinweisen auf den verschollenen Frachter MSV Estevanico zu halten, der vor einem Jahr in diesem Sektor verschwunden ist. Für alle Informationen, die helfen, das Schicksal der Estevanico zu ergründen, gibt es eine Belohnung. Oberflächenscans deuten auf ein großes Schiffswrack hin. Die Signatur weist Ähnlichkeiten mit dem Allianz-Frachter MSV Estevanico auf. Die Struktursicherheit des Wracks ist kritisch. Die Lebenserhaltung ist beschädigt, müsste aber für eine Minimalcrew ausreichen. Erhöhte Vorsicht ist anzuraten.
Ach ja, ich glaube, ich weiß, was das ist. Ich glaube, hier wird es keine Kämpfe geben für uns. Stattdessen, ja, wird es ein bisschen, naja, Jump'n'Run-lastig, kann man nicht sagen, so richtig. Wobei, wir müssen springen und rennen. Und wir sehen auch, es gibt keine Crew-Auswahl diesmal. Shepard ist allein unterwegs. Warum auch immer. So, denn hier sieht's nicht so gut aus. Wahrscheinlich wollten sie einfach nicht zu viele Leute hier rauslassen. Eine Durchsuchung des Wracks liefert wahrscheinlich Informationen über die letzten Stunden der Estevanico. Warnung, das Wrack könnte aus dem Gleichgewicht geraten und die Klippe hinabstürzen. Danke für den Hinweis, Edi. Da fühle ich mich gleich viel sicherer. Wo sind denn diese losen Fliesen, die mir hier ständig angepriesen werden? Ich sehe sie irgendwie nicht. Hallo? Lose Fliesen? Wo sind sie denn? Ach, hier! Sag mir das doch gleich! Machen wir es doch so. So, hat mir das jetzt irgendwie weitergeholfen? Nee, ne? Ach, ich kann hier drüben lang. Sag mir das doch, dass hier noch ein Weg ist. Hey! Sauerei. Gut, ich glaube, ich gehe mal von diesem Stück runter, bevor es mir wegbricht. Wenn ich den kann. Ach ja. Dieses beruhigende Knarzen und Ächzen. Es ist ein Traum. So, gehen wir erstmal ganz runter. Hier müsste ja gerade die lose Platte hingefallen sein, die wir runtergeschossen haben, oder? Hier drüben? Genau. Das nehmen wir mal mit, das Iridium. Ich glaube, ich werde jetzt aber keine Umwege wegen irgendwelchen Rohstoffen machen. Es sei denn, sie liegen mir wirklich direkt vor der Nase, wie das da. So, ich muss ja hier sowieso lang, wie es aussieht. Komme ich hier hoch? Nee. Okay, hier drüben geht es auch nicht lang. Dann probieren wir es mal wieder unten. Warum genau steige ich hier gleich nochmal drauf rum? Ich meine, wir haben festgestellt, das Wrack ist hier. Reicht das nicht? Warum muss ich hier drauf rumkriechen? Muss ich hier vielleicht doch drauf? Aber es funktioniert doch nicht. Halt, wo ist dieses? Ach, da drüben ist es irgendwie. Das hat doch gerade nicht funktioniert, ne? Jetzt doch! Okay. Schön. Dann klettern wir hier lang weiter. Wie gut, dass man sich in Spielen immer sicher sein kann, dass man auch irgendwo wieder einen Ausweg findet. In dem Fall wäre es verdammt doof, wenn es den nicht geben würde. Okay, probieren wir es mal da drüben. Lass mal die Seite ganz, bitte. Ich muss ja noch gerade drüber gehen. Shit, ey. Es ist gar keine gute Idee, hier zu sein. Heieiei. Okay, lass mal... Na, was? Willst du mich verarschen? Lass mal einen Meter schneller gehen, wobei das eigentlich auch eine dumme Idee ist, weil man dadurch die Erschütterungen nur umso größer macht, die ja alles einreißen können. Na! Bleib stehen! Shit! Hör auf zu knarzen! Das ist unangenehm! Ach du Scheiße, das hängt ja lose im Raum! Glück gehabt. So, na dann. Wir sind ja endlich angekommen. Dann können wir auch mal auschecken. Oder auch nicht. Die Treppe ist natürlich kaputt. Wie sollte es auch anders sein? Wo kommen wir denn hier lang? Ich will doch nur auschecken, ob das hier wirklich das Schiff ist, das wir suchen. Ob das die MSV Estevanico ist. Komme ich hier drüben irgendwie an der... Ach, hier drüben. Warte mal. Nee, von hier bin ich doch gekommen, oder? Ach so, hier gibt es noch einen anderen Weg. Stimmt, ich bin ja mit der Treppe runtergekommen. Das war ja vorher gar nicht verbunden. Nur noch kurz, ich bin gleich fertig. Scheiße, und bei dem Gewackel auch noch hier rumbalancieren. Ist eine super Idee. Oh shit. Ja, Shepard bleibt die Coolness in Person. Zur Not springen wir im letzten Moment heroisch runter.
Alter! Der Typ hat sowas von keine Nerven. Daten beschafft, vom Einsatzort entkommen. Das ist das Wichtigste dabei. Naja, das Schiff ist schon halb am Abstürzen. Was soll's? Ich nehme noch kurz die Daten mit und dann springe ich erst auf das Landungsfahrzeug. Ja, deshalb ist Shepard unser Held. Und niemand anders. Gut, ich nehme an, dazu wird es jetzt wohl keine Folgequest geben. Oder? Ungelesene Nachrichten. Ein erstaunlicher Fund von Dr. Richard Talos, Kurator, Allianzmuseum für die Erkundung der Galaxie Erde. Commander Shepard, wir möchten uns für die Beschaffung der Daten der MSV Estevanico bedanken. Sie zeigen, dass das Schiff von Söldnern des Bloodpacks und Vorcha-Soldaten angegriffen und überrannt wurde. Vom Datum her zu schließen, war das die erste Allianz-Crew, die den Vorcha gegenüberstand. Sie hatten bestimmt alle große Angst. Wir schicken jetzt Bergungstrupps los, um so viel wie möglich für das Museum zu bergen. Nochmals vielen Dank für Ihren Einsatz. Muss es schon eine Weile her sein. Aber wenn man so einem Vorcha begegnet und die vorher noch nicht kennt, ja, kann ich mir schon vorstellen, dass das nicht gerade sehr angenehm ist. Gut, haben wir auch das abgeschlossen. Der Sand und Nebel ist damit komplett. Also zurück zum System mit dem Massenportal. Mal kurz ein bisschen super bleifrei getankt. Gut. Und dann machen wir uns weiter auf nach... Naja, ich will nicht Osten sagen. Mit Himmelsrichtung ist ein bisschen sinnlos hier im Weltraum. Aber nach rechts halt, in den Kühlersnebel. Gut. Das die Radarsystem. Da drüben ist es, gleich um die Ecke. Wunderschön. Dann schauen wir mal. Welcher Planet darf es sein? Kanalus. Io. Ich habe eine Anomalie geortet. Na, wo ist es? Ach ja, okay. Sonde gestartet. Da ist etwas auf unseren Sensoren. Sensoren melden Wetteranomalien auf der Planetenoberfläche. Geth-Aktivitäten geortet. Erhöhte Vorsicht ist anzuraten. Gut, Geth-Aktivitäten, das heißt, wir brauchen wieder ein paar Überlastungsspezialisten. Kazumi und Garrus dürfen sich gern noch ein weiteres Mal probieren. Nichts dagegen. Und dann klatschen wir mal wieder ein paar synthetische. Haben wir ja auch schon eine Weile nicht mehr gehabt. Garrus, Kazumi, Aufbruch, Geth klatschen. Oh, hier ist es aber eine Nebelsuppe, Mensch. Hey, Dude. Klimagerät der Geth zerstören. Wie soll ich mich denn hier orientieren? Ich sehe doch gar nichts. Wir gehen einfach mal dahin, wo es so schön leuchtet. Das kann nicht völlig falsch sein. Warum liegt hier ein bengalisches Feuer am Boden? Man weiß es nicht so genau. Sie haben uns gesehen. Ich wollte gerade sagen, gibt es ja auch Feinde? Aber ja, sie gibt es. Und man kann sie auch treffen, auch wenn ich sie nicht sehe. Adieu. Ich glaube, der ist sogar tot. Adieu. Der allerdings nicht. Adieu. Der auch nicht. Oh, ich gehe wieder in Deckung. So, das ist jetzt bloß noch der Schütze. War da nicht gerade noch ein großer Oschi? Irgendwo wird er bestimmt sein. Ich frage mich, wie die alle so zielsicher schießen können. Ich hole mir die Leute ja lieber mit Werfen ran. Und töte sie dann... Oh, aus der Nähe. Aha. Aber ist auch bloß ein Schütze, ne? Ich dachte, weil er Schilder hat, ist er was Besonderes, aber wahrscheinlich dachte er das auch. Ist er aber nicht. Meinst du, weil du unsichtbar bist, rettet dich das? Ich sehe sowieso nichts hier. Eine Überlastung, bitte. Gut. Mensch, ist das los. Hört ja gar nicht mehr auf hier. Gut, dass es immer das Zielsystem gibt. Sonst würde ich hier wirklich nicht sehen, wo die Gegner stehen. Halt, hier unten gehen wir lang. Ein wenig Palladium für mich.
Das sieht doch schon wieder nach so einem Reaper-Artefakt aus eigentlich, oder? Bilde ich mir das ein. Diese Leute immer mit ihren kleinen Mini-Masken um den Mund rum. Da ist ja Kasumi auch so eine Expertin. Ich glaube, Miranda gehört da auch dazu und Samara ist, glaube ich, auch so eine. Die bloß so eine kleine Gasmaske wirklich um den Mund rum haben. Ach da, ich wollte gerade sagen, wo ist das Ding hin? Und wie kann man das verlieren? Wir wurden enttarnt. Ich gehe dann mal wieder hier hin. Garrus, bleib mal hier. Schön zurückkommen. So, wir haben gleich noch mehr Zeit, als wir wollen. Oder als uns lieb ist. Oder so viel Zeit, wie wir wollen, sagen wir es mal so. Wenn alle tot sind. So viel Zeit will ich aber zugegebenermaßen gar nicht da oben verbringen. Treffe ich was? Scheint so. Gut, ist es bloß noch der? Nein, natürlich nicht. Trotzdem gönne ich mir mal den Spaß, einfach vorzugehen. Siehst du mal, hier ist noch eine Barriere. Eine Barrikade, meine ich. Deshalb ist das... Oh, du Sau. Deshalb war das hier so komisch. Ja. Ich bin schon wieder weg. Ups. War eigentlich nicht mein Ziel, aber hat auch funktioniert. So, ich glaube, die gestern Geschichte, ne? Dev-Gerät Zugriff. Ja, wunderbar. Dann machen wir das doch. Aus das Teil. Das nehme ich mit. Schön. Get-Technologie zur Klimaveränderung beschafft. Nicht bloß ausgeschaltet, sondern beschafft. Natürlich nimmt der Unbekannte sich das gerne für seine eigenen Forschungen.